Gleich geht's los mit der Predigt. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich möchte dir ganz viel Spaß dabei wünschen. Wenn du noch Fragen hast oder einfach irgendwas wissen möchtest, dann melde dich bei uns. Bis dann. Ja, von meiner Seite ein herzliches Grüß euch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe, einige sind zurück aus der Quarantäne. Ich freue mich. Und andere sind noch in Quarantäne, aber nichtsdestotrotz, wir haben Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir da sein können, oder? Ich hoffe, dass du dich freust. Amen. Gleich so viel Begeisterung. ich bin richtig happy drüber, dass wir uns zusammen sind, dass wir dabei, dass wir beieinander sind und wirklich Gott feiern dürfen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Irmi Tomaschek, ich bin die Standortpastorin hier vom Standort in Trostberg, bin verheiratet mit Robert, und hier sind wir da und ich möchte an der Stelle ganz herzlich alle begrüßen, die jetzt online zuschauen oder die sich dazu schalten, in irgendwelcher Form auch immer. Schön, dass du da bist, schön, dass wir einfach gemeinsam Gottesdienst feiern können. Genau, bevor wir in das Wort Gottes gehen, beten wir nochmal kurz miteinander. Vater, ich danke dir so sehr von Herzen, dass du da bist mit dem Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass wir einfach Gemeinschaft und Zeit mit dir haben können. Weil du sagst in deinem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir, dass du da bist mit dem Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass wir nicht so bleiben, wie wir gekommen sind, sondern dass wir verändert werden. Durch deine Liebe, durch deine Gnade. Amen. Amen. Ja, der Titel meiner Botschaft heißt Mehr als nur ein Name. Das ist der Titel. Und es geht heute um einen Namen, den wir uns anschauen werden von der Bibel. Aber bevor ich in die Bibel eingehe, möchte ich einfach sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal deinen eigenen Namen gegoogelt hast, was dein Name für Bedeutung hat. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, vielleicht auch nicht. Ich habe im Zuge dieser Predigtvorbereitung habe ich meinen eigenen Namen mal nachgeschaut. Was heißt denn das eigentlich? Also mein Name ist nicht Irmi, sondern Irmengard, ausgesprochen ganz lang. Das findest du schon mal klein nicht im großen deutschen Wörterbuch sozusagen, weil Irmengard ist so speziell. Aber Irmgard, also trotzdem habe ich es dann gefunden. Mein Name heißt Irmin, also Irmin und Gard sind zwei Teile, die so beschrieben werden aus dem Altdeutschen. Altdeutschen heißt Irmin allumfassend. Allumfassend, alles überschauend. Oho, jetzt aber. Ich sehe euch. Und Gard heißt, bedeutet der Zaun oder der Schutz. Und so setzt sich mein Name zusammen. Ich bitte jetzt nicht googeln, was dein Name ist, wenn du es noch nicht weißt. Aber das kannst du dann daheim anschauen. Aber oftmals merkt man so, wenn man sich das anschaut, die Bedeutung eines Namens, oftmals oder manchmal passt es auch ein bisschen mit dem Wesen der Person zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemerkt habt, ob ihr es schon mal so ein bisschen entdeckt habt. Es kann man nicht eins zu eins nehmen, weil so ist es einfach nicht, weil der Mensch einfach Mensch ist und so weiter und weil sich Dinge ändern und so weiter. Aber der Name an sich ist schon oft mal so, dass das ausdrückt, ein bisschen zumindest, was wie der Mensch ist. Und Gott hat in der Bibel, oder in der Bibel findet man einige Namen, wo Gott selber sagt, von sich sagt, hat er einige Namen, wo er von sich sagt, ich bin Gott der Friede. Oder wo Gott selber sagt, ich bin Gott der Heiler. Wo er sagt, ich bin Gott, der immer da ist. Ich bin Gott der Versorger. Ich bin Gott, die Gerechtigkeit. Oder ich bin Gott, der Sieg.
Und ich sage mal, wenn Gott etwas sagt, das eine ist das, was Menschen sagen, wie oder was Google sagt, was Irmingard bedeutet. Wie gesagt, das stimmt nicht immer überein. Aber was, wenn Gott etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Friede, oder ich bin der Friedefürst, dann ist es so. Dann können wir uns darauf 100% verlassen. Oder wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Heiler, dann ist es so. Dann ist er der Herr, dein Heiler. Dann fährt die Eisenbahn drüber, da gibt es nichts anderes zu bekritteln. Ich bin bei einem speziellen Namen hängen geblieben bei der Vorbereitung, und zwar war, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Hirte. Bei dem bin ich hängen geblieben. Wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Hirte. Und Jesus ist der gute Hirte. So kann man das auch in der Bibel sehen. Es gibt ganz viele Themen über das, oder ganz viele Bibelstellen, ganz viele Zeiten, wo es über den Hirten geht, über den Gott, der Hirte ist, der Hirte für uns ist, der Hirte in unserem persönlichen Leben ist, der Hirte ist, damit wir uns wohlfühlen. Und ich habe mir jetzt geschaut, welchen Vers oder wo können wir diesen Hirtendienst ganz besonders beobachten oder singen? Und das ist mit dem Vers, mit dem Psalm 23. Ich weiß nicht, hat den irgendjemand vielleicht schon mal gelesen? Der Psalm 23, Verse 1 bis 6, das ist dieser ganze Psalm. Das ist irgendwie so der Hauptpunkt, wo man einfach diese Fülle von dieser Hirtenschaft, von diesem Hirtigen sehen kann von Gott. Und der Schreiber dieses Psalmes, das war der David. Der David war ein Hirtenjunge. Der David war auf dem Feld, als er klein war. Der David war der eigentlich genau diese Metapher oder dieses Wissen, wie ein Hirte zu den Schafen ist, auch der hat es erlebt. Er hat es erlebt. Er hat in diesem gelebt, in dem Ganzen, dass der Herr sein Hirte ist oder was es bedeutet, ein Hirte für Schafe zu sein. Und bevor ich jetzt weitergehe in selber in Gedanken von mir, lesen wir einfach mal den Psalm. Psalm 23, Vers 1 bis 6, und zwar von der Hoffnung für alle oder von revidierten Hoffnung übersetzen, heißt es ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und gibt mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Ein cooler Vers, ein cooler Psalm. Man kann darin baden, man kann sich darin wirklich ernähren die ganze Zeit. Jetzt haben wir gedacht, naja, es gibt einfach verschiedene Abstufungen. Du kannst, vielleicht bist du heute da und sagst, naja, ich habe diesen Psalm schon mal ein bisschen gehört, aber es hat für mich überhaupt keine Bedeutung. Oder du sagst, naja, irgendwie mit dem einen oder anderen Vers, das kommt mir immer wieder mal hoch, aber das hat nicht die große Bedeutung. Und dann bist du vielleicht da und sagst, für mich ist dieser Psalm, ist der lebensverändernd schon gewesen. Der Psalm hat mich berührt zutiefst. Der Psalm hat mir wirklich Stärke gegeben. Der Psalm hat mir wirklich aufgebaut in Zeiten der Not oder in Zeiten der Krisen. Verschiedene Möglichkeiten gibt's hier vielleicht. Aber ich möchte uns einfach ein paar Eigenschaften rausholen, was der Hirte ist. Was hat denn der Hirte für Eigenschaften? Der Hirte ist vertrauensvoll. Der Hirte schafft Geborgenheit.
Das kann man sagen. Er ist vertrauensvoll, ein Hirte ist vertrauensvoll. Und man muss sich das einmal, ich nehme euch ein bisschen mit in dieses Bild von einem Hirten von der biblischen Zeit. Der Hirte in der biblischen Zeit ist vielleicht hat ein bisschen eine andere Voraussetzung gehabt, als wie der Hirte in der jetzigen Zeit. In der jetzigen Zeit, da sieht man vielleicht ganz selten eine Schafherde, die total frei rumläuft und der Hirte ständig oder Tag und Nacht bei den Schafen ist. Aber das war zu biblischen Zeiten sehr wohl der Fall. Der Hirte, der ist Tag und Nacht, ist der bei den Schafen gewesen. Tag und Nacht war er draußen und es war die Herde. Die Herde kannte den Hirten. Die Herde war bei dem Hirten oder der Hirte war bei den Herden und sie haben genau gewusst, wo sie hinkehren. Sie haben genau gewusst, wer einer Hirte ist. Sie haben genau gewusst, wer zu ihrer Herde gehört. Und das heißt, dieser Hirte, der war vertrauensvoll. Der Hirte, der kannte die Schafe, weil er Tag und Nacht mit einer beieinander war. Weil er immer mit einer Mann, er hat sie gerochen, die haben sich gegenseitig gerochen. Der Hirte hat sogar schon noch den Schafen gerochen. Der Hirte hat schon noch den Schafen gerochen und das Schaf, das hat genau gewusst, wo der Hirte ist. Die Schafe haben gewusst, ich bin, der Hirte kümmert sich um mich, der Hirte ist da, er schafft Geborgenheit, ich kann mich hinkuscheln, ich kann da sein, ich habe Sicherheit, ich habe Geborgenheit. Und der Kontakt zu den Hirte und Schafe, der war einfach so eng, der war so vertraut, wie es nirgends anders vertraut sein kann. Lesen wir nochmal den Vers 1, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Nichts wird mir fehlen. Gott sagt uns in dem Vergleich mit dem Hirte und Schaf, er sagt, wenn wir zu Jesus, dem Hirten, kommen, wird uns nichts fehlen. Wir werden keinen Mangel haben. Wir werden wissen, wenn wir mit ihm sind, dann sind wir sicher. Dann sind wir safe. Dann können wir da stehen, können wir wissen, hey, ich mache meinen Tag, ich bin bereit, ich schaffe alles, was zum Schaffen ist, weil Jesus, der Hirte, mit mir ist. Und im Jesaja Kapitel 40, Vers 11, da spricht die Bibel davon, der Prophet sagt, Jesaja 40, Vers 11, Entschuldigung, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte, die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang, die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Er führt sie behutsam ihren Weg. Gott ist der Hirte. Jesus möchte unser Hirte sein. Und so wie ich vorher gesagt habe, vielleicht hast du Beziehung, vielleicht kennst du Jesus schon sehr gut und bist nah mit ihm. Vielleicht bist du heute da oder auch online und du hast mit Jesus als den Hirten noch nie groß Kontakt gehabt oder das hast zwar gehört, aber ist da wieder rausgegangen. Aber Jesus sagt von sich selber, ich möchte dein Hirte sein. Und er nimmt uns auf, wie der Hirte das Lamm auf den Arm nimmt. Und im Johannes 10, Vers 14, ich bringe einfach nur ein paar Stellen, was die Bibel drüber sagt, über den Hirten, weil nicht das ist wichtig, was ich sage, sondern das ist wichtig, was die Bibel sagt, dass wir das verstehen. Im Johannes Kapitel 10, Vers 14, können wir auch nochmal ganz toll lesen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Wow. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Man bemerke, er ist der gute Hirte. Er ist ein guter Gott. Er ist der Gott, von dem er erwarten kann, dass er uns nicht ausschmiert, wo man erwarten kann, er ist immer für mich, dass ich erwarten kann, er
macht mir einen Weg frei oder hilft mir auf, wenn es mal ein bisschen steinig ist. Ich komme darauf verlassen, dass wenn ich einmal in eine felsige Gegend komme, jetzt in diesem Bild von eines Schafen zu sprechen, dann kann ich mich darauf verlassen, er kommt und bringt mich wieder auf den richtigen Weg. Er kommt und führt mich wieder zurück, dahin, wo ich hin soll. Er kommt und beschützt und schaut und kümmert sich drum. Gott ist ein Kümmerer. Sag einmal, Gott ist ein Kümmerer. Er ist ein Kümmerer, er kümmert sich, er ist vertrauensvoll, er schafft Geborgenheit. Amen. Eine zweite Eigenschaft eines Hirten, er ist fürsorglich. Hört sich alles ziemlich ähnlich, oder? Aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Der Fürsorge, er ist fürsorglich, er kümmert sich um die Schafe. Das heißt, er hat ein Auge auf dich gerichtet. Gott hat sein Augenmerk auf dich gerichtet. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, was dich beschäftigt. Er weiß, wo du dich plagst. Er weiß, wo du Schmerzen hast. Er weiß, wo du leidest. Er ist fürsorglich. Er ist fürsorglich. Er ist einfach gut. Und dieser gute Gott, dieser gute Hirte, dieser vertrauensvolle, liebevolle, fürsorgliche Hirte, er ist da. Das, was das Schaf nur zu machen hat, sage ich mal, ist dem Hirten zu folgen. Dem Hirten zu folgen. Weil das Gelände, auf der sich die Herde befindet, und wenn man wirklich in die biblischen Zeiten so ein bisschen zurückgeht, wie diese Herden damals waren, wie die durch welches Gelände sie gehen mussten. Das war eben kein Gelände mit immer nur saftig grünen Wiesen, wie es wir so kennen. Aber wenn du hinschaust auf diese, wenn du schon mal vielleicht in Israel warst, dann siehst du oder weißt du, wie diese Gegend war, steinig oder wie diese Gegend ist, steinig, unwegsames Gelände, wo du wirklich nicht unbedingt mit den Flipflops durchgehst, sondern wo du ein starkes Schuhwerk brauchst, wo du einfach Sicherheit brauchst in deinem Gang. Und da waren die Hirten, da waren die Schafe, da war diese Herde. Aber das, was der Hirte gemacht hat, er hat die Schafe geführt, er hat sich gesorgt, er sorgt sich um die Schafe. Schauen wir nochmal, der Hirte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sag einmal, nichts. Gar nichts. Und vielleicht haben wir uns manchmal schwer, wenn man sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht haben wir uns manchmal schwer, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo wir so im Überfluss leben, dass wir sagen, boah, das ist so einfach zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und vielleicht ist es einmal auch finanziell ein bisschen eng oder sowas. Oder vielleicht haut es einmal nicht so hin mit dem, was du eigentlich brauchst. Aber eigentlich diese Tatsache oder diese Aussage, mir wird nichts mangeln, ich glaube, das können wir manchmal vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen, was es bedeutet. Weil wir wissen, Gott ist unser Versorger, weil wir wissen, Gott ist immer da für uns. Er ist der Versorger. Er ist der, der uns immer an der Hand nimmt. Er lässt uns niemals im Stich. Und das ist richtig gut. Und wenn wir wo leben würden, wo man nicht in dem Überfluss leben würde, dann würde vielleicht dieser Vers eine ganz andere Bedeutung bekommen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie sehr verlassen wir uns dann wirklich auf Gott?
Wie sehr verlassen wir uns jetzt wirklich auf Gott, wenn es darum geht, dass er mein Versorger ist, dass er der ist, der sich um mich kümmert, da wo nichts, wo ich keinen Mangel habe. Der Herr ist mein Hirte. Er sorgt für mich. Amen. Johannes Kapitel 10, Vers 10 können wir noch lesen. Johannes 10, Vers 10, da ist es im zweiten Teil von dem Vers. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben, der zweite Teil, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt, Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Wie schaut dieses Leben im Überfluss aus? Dieses Leben im Überfluss. Leben im Überfluss bedeutet nicht nur finanziell gut dort zu stehen, sondern Leben im Überfluss bedeutet auch, den Frieden zu haben, von dem wir heute schon so viel gesprochen haben. Einen Frieden zu haben, der alles Verstehen übersteigt. Einen Frieden zu haben, inmitten einer Zeit, wo es vielleicht schwierig ist, auch mit der ganzen Pandemie-Geschichte und so weiter, wo du vielleicht nicht genau weißt, wie es weitergeht. Aber ein Leben in Fülle zu haben, ein Leben in Frieden zu haben, ist ein ganz hohes Gut. Der Herr sorgt für uns. Geistlich, seelisch, finanziell, körperlich, familiär, sozial. Egal in welchem Bereich, er kümmert sich. Amen. Noch eine weitere Eigenschaft eines Hirten, er sorgt für Sicherheit. Ein Hirte sorgt für Sicherheit. Im Vers 4 können wir lesen, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Sein Hirtenstab gibt uns Schutz und Trost. Das bedeutet, der Hirtenstab, der war einfach dort so da, das war ein langer Stab. Und der lange Stab war nicht nur da, nicht da, um die Schafe zu schlagen, sondern der war dort so da, um die Schafe ganz sanft und vorsichtig wieder in die Mitte von der Herde zu bringen. Wenn einmal ein Schaf ein bisschen abseits war und versucht war und gefährdet war, in den Abgrund zu fallen. Oder wenn die Schaf versucht war, im Gestrüpp hängen zu bleiben, weil es einfach ein bisschen neugieriger war wie anders oder weil es vielleicht ein bisschen bockiger war wie anders. Aber Gott selber, der Herr, der Hirte, er bringt uns zurück zur Herde. Er bringt uns zurück zur Herde. Warum? Weil er genau weiß, wenn wir bei der Herde sind, dann sind wir sicher. Weil er genau weiß, wenn wir uns abseits bewegen, da in dem Abgrund, so ganz knapp hier, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Aber Gott ist ein guter Gott und er ist ein liebender Gott. Und deswegen ist er hier mit seinem Hirtenstab und schaut, dass wir in die Mitte der Herde kommen. Und es bedeutet, in der Mitte der Herde zu sein, bedeutet nicht ein Mangel an Freiheit. Das bedeutet nicht ein Mangel an Eigenständigkeit. Das bedeutet nicht ein Mangel an dem Schaf nichts zuzutrauen. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, dass ich mich in die Arme des Hirten begebe. Dass ich loslasse und dass ich sage, ich vertraue. Dass ich loslasse und sage, Gott, du bist bei mir. Und ich weiß, wo ich hingehöre. Zu welcher Herde ich gehöre. In welcher Herde ich sicher bin. Weil Gott sorgt für Sicherheit. Gott sorgt für Sicherheit in dieser Herde. Und sein Stecken und sein Stab, die trösten. Sein Stecken und sein Stab, die trösten. Der Hirtenstab ist auch dafür da, um Raubtiere zu vertreiben. Ich habe mir wirklich so dieses Bild so ein bisschen gemalt von diesem Hirten zu biblischen Zeiten. Und ich habe wirklich dieses raue Klima da vor meinen Augen gesehen. Und ich weiß, wir waren ja selber schon mal in Israel und wenn man da durch das Gelände so fährt und auch mit dem Bus unterwegs ist, da ist man im Bus ist man ja safe.
Aber wenn du überlegst und schaust, du, das Gelände, das ist steinig. Teilweise siehst du einzelne Tiere, die es da versuchen, ihren Weg zu finden. Haben wir eigentlich eine Schafherde mal gesehen? Ich glaube schon. Haben wir auch gesehen. Aber diese Schafherde, wir haben ein paar Sachen gesehen. Aber diese Schafherde, wie sie den Weg suchen hat müssen, aber es ist eine Hirte dabei. Wenn eine Hirte dabei ist, dann sind wir safe. Wenn wir unter den Hirtenstab, unter den Schutz des Hirten begeben, dann sind wir safe. Wir können das übertragen auf uns. Wenn wir in der Gemeinde sind, wenn wir an dem Ort sind, wo Gott uns hingestellt hat, wenn du an dem Ort bist, wo Gott dich hingestellt hat und du bleibst an dem Ort, dann bist du safe. Wenn du dich wegbegibst, dann bist du nicht mehr safe. Johannes Kapitel 10, Vers 10 heißt, habe ich vorher den ersten Teil gelesen, der Dieb kommt zu stehlen, zu töten und zu verderben. Die Absicht des Feindes, die Absicht des Diebes, die Absicht des Mietlings, so steht es im Johannes Kapitel 10, da wird es beschrieben, die Situation zwischen Hirte und Schaf. Aber das bedeutet, der Mietling oder der Dieb oder der eigentlich gar kein Interesse hat an der Herde, der kommt und möchte stehlen, schlachten, vernichten. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Er ist gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Aber dieses Leben im Überfluss haben wir in der Herde. Haben wir in der Herde. Und ich kenne genug Menschen, die in einer Herde waren. Die in der Herde waren und die dann ihren eigenen Weg versucht haben. Die oftmals hört man dann nichts mehr, wo sie sind. Und mich schmerzt es zutiefst, weil Gott ein anderes Leben vorbereitet hat. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Freude, ein Leben in Sicherheit. Halleluja. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Jesaja 43, Vers 1 heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er ruft uns. Lies es nun mal direkt. Und nun verspricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist sein. Du bist mit ihm, du bist bei ihm. Er liebt es, wenn du mit ihm bist. Amen. Ich habe das vorher schon erwähnt, aber was ist nun mal das Wichtige, diese Hirten-Schaf-Beziehung? Das ist die Nachfolge. Eine Hirten-Schaf-Beziehung ist dann vollendet oder ist dann in der Klarheit, wenn Nachfolge passiert. Erst wenn ich weiß, ich folge dem Hirten, dann bin ich an dem Ort, wo ich sein soll. Und wie es hier heißt, im Johannes 10, Vers 3, also in dem Kapitel 10, ich lese mir das jetzt nicht alles durch, aber da heißt es, die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Und ich habe mir da nochmal so ein bisschen durchgelesen, wie das eben damals war. Das war diese Schafhürde, also das war ja kein Schafstall in dem, sondern das war praktisch unter freiem Himmel so ein bisschen ein Holzverschlag, das man gebaut hat, einfach so ein bisschen zum Schutz, aber das war jetzt kein fester Schafstall in dem Sinn. Aber es gab trotzdem eine Tür und an dieser Tür konnte man reingehen, konnte der Hirte reingehen zu seinen Schafen. Und damals war es auch oftmals so zu diesen Zeiten, dass nicht nur eine Herde alleine in so einer Schafhürde drin war, sondern oftmals mehrere Herden in dieser Schafhürde.
Das heißt, verschiedene Schafe von verschiedenen Hirten waren in so einem Verschlag drin. Also in einem größeren Verschlag wie das. Und wenn der Hirte von der einen Herde gekommen ist und er hat gerufen und er hat wirklich, hat dann einen bestimmten Ton oder bestimmte Laute loslassen und die Schafe, die zu dem einen Hirten gehört haben, die sind gekommen. Die anderen sind gar nicht gekommen. Die anderen, die sind Stäbli im Stock, steif, stur und haben weitergefressen oder geschlafen. Aber die Hirten, die Schafe, die dem einen Hirten zugehörig waren, die sind gekommen und sind ihm nachgefolgt. Das ist diese Beziehung zwischen Hirte und Schaf. Und sie wussten, wenn ich diesem Hirten folge, dann bin ich versorgt, dann bin ich sicher, dann geht es mir gut, dann kann ich mich geborgen fühlen und kann auch rumspringen und kann mich wohlfühlen in dieser Herde. Aber Gott führt uns und Gott führt uns und möchte uns führen, aber lassen wir uns leiten. Folgen wir ihm noch. Sagen wir, ja Herr, ich bin da, ich lasse mich führen von dir, weil du der Hirte bist. Du bist gescheiter wie ich. Sagen wir, Jesus, du bist gescheiter wie ich. Jesus, du bist gescheiter wie sie. Er ruft uns. Jesus ruft uns. Es ist die Frage, folgen wir ihm? Ich kann Ihnen einfach nur mal sagen, eine Nachfolge, dem Hirten zu folgen, bringt Klarheit, bringt Sicherheit und schenkt Führung. Und der Hirte, muss man auch sagen, der Hirte, also ich habe vorher das gesagt, wie in dieser Schafhürde die verschiedenen Schafe von verschiedenen Herden drin sind. Aber der Hirte für die eine Schafe, für die eine Herde, dieser Hirte hat das Herz für die Schafe. Ja, der liebt diese Schafe. Dieser Hirte hat die Ausrüstung, um die Herde zu führen. Der Hirte hat auch die Berufung, die Herde zu führen. Das heißt, der Hirte hatte sich nicht selber ausgesucht, sondern er ist dieser Berufung nachgegangen. Sondern er hat das gemacht, weil er gewusst hat, er soll das machen. Der Hirte macht das nicht einfach so, sondern der Hirte gibt alles rein. Der Hirte hat das Herz dafür, für die Schafe. Halleluja. Was passiert, nochmal, was passiert, wenn sich das Schaf nicht in der Obhut und der Leitung des Hirten begibt? Es ist in Gefahr. Es begibt sich auf unwegsames Gelände. Es ist Raubtieren ausgesetzt. Und es hat nicht den Schutz, den es benötigt. Amen. Jesus, ich möchte nur mal zusammenfassen, Jesus selber bezeichnet sich als den guten Hirten. Er ist der gute Hirte, der uns leiten möchte. Er ist der gute Hirte, der uns bei unserem Namen ruft. Er ruft dich, mich, bei unserem Namen. Ich möchte nur mal den Psalm 23 lesen, so wie ich es vorher gelesen habe. Der Herr ist mein Hirte. Vielleicht machst du mal einfach deine Augen zu und lass es wirken. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich
auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du Jesus, dich selber als den guten Hirten bezeichnest. Dass du der gute Hirte bist, der uns leiten möchte, der uns einfach bei uns sein möchte, der uns an der Hand nimmt, der uns mit seinem Stecken und mit seinem Stab einfach in die richtige Richtung führt, der uns durch dunkle Täler auch durchführt. Dass wir nicht stehen bleiben müssen in dem dunklen Tal, sondern dass wir durchgeführt werden durch dich, Jesus. Weil du einfach bei uns bist. Weil du dich um uns kümmerst. Weil du vertrauensvoll, behutsam, fürsorglich mit uns umgehst. Und wir danken dir dafür, dass du dieser Gott bist. Und dass du zu uns persönlich kommen willst. Und mich zwei verschiedene Gebete jetzt beten. Das eine, wenn du heute da bist und du hast es gehört von dem guten Hirten und vielleicht ganz entfernt gehört, dass Jesus der gute Hirte ist, aber du hast keine Beziehung mit ihm. Oder du bist ihm auch nicht nachgefolgt. Oder du bist vielleicht vom Weg ein bisschen abgekommen. Oder du hast versucht, da im Gestrüpp rumzuschauen. Und wenn du das bist und sagst, oder du sagst, du bist nicht wirklich, du bist zögerlich gewesen in dem, dass du dem guten Hirten nachgefolgt bist. Du hast vielleicht dein eigenes Ding gemacht. Oder du warst zweifelnd in dem Bereich. Wenn du in einer der Kategorien dich wiedergefunden hast bei der Predigt, dann möchte ich jetzt einfach ein allgemeines Gebet beten. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du, Jesus, der gute Hirte bist. Und Herr, du kennst jede einzelne Person und du weißt um jede Situation, du weißt um jede Sache, wo jeder steht in Bezug darauf, dass wir uns von dir leiten lassen, dass wir dich Hirte sein lassen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach näher hinführst zu dir. Dass wir dir wieder ganz neu vertrauen, uns dir wieder ganz neu hingeben. Dass wir wieder sagen, ja, Jesus, du bist der gute Hirte, ich vertraue dir. Ich gebe mich dir neu hin. Ich danke dir, Herr, dass du gut bist und dass du mir einfach an der Hand nimmst und wieder aufnimmst und auf mich wartest. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass du mit uns bist. Oder vielleicht bist du da und du hast gesagt, du hast Jesus als diesen guten Hirten noch niemals angenommen. Noch niemals gesagt, ja, Jesus, sei du der Hirte meines Lebens. Wenn du das bist, dann möchte ich zu dir heute sagen, es ist heute, kann dein Tag sein, wo du Jesus annehmen kannst als deinen Hirten. Und wenn du das für dich sagst, dann möchte ich jetzt kurz beten. Und dann wird Jesus als der Hirten in dein Leben kommen, wenn du das mit ganzem Herzen glaubst. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünde und Schuld gestorben bist.
dass du im Grab warst und am dritten Tage wieder auferstanden bist. Und ich sage, Jesus, komm du in mein Leben. Sei du der Hirte meines Lebens. Ich will dir folgen und dir ganz gehören. Ich danke dir, dass du mich liebevoll aufnimmst in deine Herde. Amen. Hey, was für eine starke Predigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Online ist zwar richtig gut, aber live ist noch besser. Wenn du wissen willst, wann und wo unsere Live-Gottesdienste stattfinden, dann klick dich einfach rein auf unsere Homepage. Den Link findest du hier eingeblendet. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Und deswegen freue ich mich schon jetzt, dich demnächst auch live kennenzulernen. Bis dann!